Hallo wieder einmal. So, ich habe gestern noch bei der Xbox-Version vorbeigeschaut. Ich hatte damals extra Testhalber, nämlich um alles 1A nachvollziehen zu können, weil jetzt bei der Minecraft-Welt ja alles verbaut war, sodass man sich richtig anschauen kann, ohne alles kaputt zu machen, habe ich damals das Ganze nochmal in einer Kreativwelt nachgebaut, wo ich dann einfach nur die Schaltung an sich offen liegen habe, sodass ich mir das jederzeit nochmal angucken konnte. Ein Glück, dass ich das damals gemacht habe, denn so konnte ich relativ schnell den Fehler finden. Ja, das Ganze ist verzwickter, als man sich eigentlich überlegen kann. So, das läuft schon mal doof. Wir müssen das Kabel umlegen. Genau, so, genau, so. Dann muss das hier hin. Ja, machen wir es mal so. Egal, das kommt so und so, genau. Das kommt ohne Verzögerung, das kommt mit voller Verzögerung. Ich habe meinen Schaltplan aufgemalt. Dann wird das hier komplett umgeändert. So, weg damit. Das ist alles nämlich wesentlich einfacher. Also was heißt wesentlich einfacher? Also man muss erstmal drauf kommen, weil das hier ist total seltsam. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte, warum ich, also oder wie ich da drauf gekommen bin. Ich kann es nicht mehr sagen, beim besten Willen nicht. So, genau, und dann kommt die nämlich nicht hier dran, sondern die kommt hier drauf. Ja, die sendet nämlich dann einen kurzen Impuls, das ist wichtig. Und bei dem anderen, viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert. So, kann ich das hier weg? Genau. Das kann auch weg. Eigentlich kann das hier alles weg. Wir können jede Menge Leitung sparen. Genau. Ups. Wir werden auch gleich mal alles machen. Wir werden das Ganze hier ummodeln. So, es spart so viel Leitung. Das ist so der Hammer. Ich wette, wir können auch noch ein paar Repeater einsparen. Jetzt muss ich kurz gucken, ist das bei... Ja, auch mit voller Verzögerung. Okay. Das sind jetzt die Sachen von der Xbox. Ich weiß, dass Schaltungen an PC und an der Xbox unterschiedlich sind, was die Verzögerung angeht. Da kann man relativ ausflippen, wenn man sich eine Schaltung anguckt am PC und dann an der Xbox feststellt auf einmal so, ach du Scheiße, es funktioniert gar nichts mehr. Aber kein Ding, Leute, das wird noch schlimmer. So, du kommst mal hier weg. Genau. So, dann gucken wir nochmal, bis wohin das Signal geht. Ungefähr genau bis dahin, wo es vorher auch ging. Okay, das ist in Ordnung. Wunderbar. Gut, und dann gucken wir mal. An der Xbox hat es 1A funktioniert. Genau. Ah, hier geht der Impuls nicht nochmal rein. Ich setze es mal auf 3. Es kann sein, dass es daran liegt. Gucken wir mal. Okay, ist okay. Ja, der kriegt den Impuls nicht mehr. Ach, der Impuls kommt zu früh. Okay. Der kommt zu früh. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir das nicht angeschaut. Kann sein, dass jetzt daran liegt. Okay, jetzt einmal zurück. Ein Ticken später noch. Warte mal, wenn ich... Ach, er ist auch nicht auf volle Pulle gestellt. Oh, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Bisschen seltsam. Aber der ist auch ohne Verzögerung, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, warum er den hier nicht annimmt. Warte mal. Weil, wenn der nicht geht, dann sollte er ja eigentlich den hier nehmen. Schauen wir nochmal so. Genau, und dann... Jetzt kriegt er natürlich nur einen ganz kurzen Tick-Tack, also so ein ganz, ganz kurzes Minisignal. Aber eigentlich, deswegen ist er hier der. Ich setze den mal auch nochmal mit den... Genau, ja, das ist richtig, aber... Jetzt fährt der nicht aus, oder was? Ja, das muss das Signal...
Okay. Jetzt bin ich am Tüfteln. Also, das heißt, der hier hat jetzt ein Signal, fährt aber nicht aus, weil... Genau, und dann... Dann müsste der hier eigentlich... Eigentlich müsste der hier dann auslösen. Oder warte mal, war das jetzt bei 3 oder bei... Ich glaube, das war hier bei... Das war hier nicht ganz auf volle Pulle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, probieren. Das ist jetzt ein bisschen tricky, ne? So, das hatte eigentlich keine Verzögerung. Das hat volle Verzögerung. Einfach nochmal ausprobiert. Das hatte auch volle Verzögerung. Genau, so muss es sein. Aber dann funktioniert das nicht, weil... Genau, jetzt hat er kein Signal. Zu spät, sodass er das nicht annimmt, weil dann auch hier blockiert wird. Heißt, dann muss ich das doch hier verzögern. Okay. Gut, Signal ist weg, so muss es sein. So, und jetzt? Ah, Signal ist zu früh da. Das Signal ist noch zu früh da. Puh. Setzen wir mal hier eine Verzögerung leicht rein. Ah, okay. Jetzt ist das Problem. Jetzt bräuchte der hier nochmal so einen Nachimpuls. Das heißt, wir können rein theoretisch das, was wir hier haben, nochmal rekonstruieren, dass der auch nochmal so einen kleinen Zwischenimpuls bekommt. Weil der hier bekommt ja, ich kann es kurz mal zeigen. So. Ne? Der bekommt immer nochmal diesen kurzen Impuls darüber, dass er auf jeden Fall auslöst. Während der hier, dem fehlt jetzt das. Der bekommt jetzt diesen Impuls nicht. Das heißt, rein theoretisch könnte ich dafür sorgen, dass wir hier nochmal so einen Tick zusätzlich bekommen, dass wir warte mal, was basteln. Dann haben wir hier den, ja, und der läuft. Nee, es ist doof, das ist jetzt nicht das, was ich will. Aber warte mal, es wäre eigentlich eine. Aber da braucht er zu lange und der löst halt nicht nochmal aus. Das ist dann doof. Das heißt, wir werden das Ganze umbauen müssen, dann doch. Das war an der Xbox einfacher, da hat das so funktioniert. Und zwar werden wir praktisch das Ding hier auch nochmal aufbauen. Warte mal, das machen wir hier hin. Das heißt... Also nur deswegen machst du das schon? Warte mal, oder jetzt müssen wir mal gucken. Reicht das schon aus vielleicht? Dieser kleine Trick? Aha, und? Nee, das reicht nicht aus. Ich hatte es nämlich schon fast gedacht. Das wäre jetzt auch ein bisschen arg seltsam gewesen. Okay, gut. Das heißt... Der hier löst das jetzt nicht aus, weil... Keine Ahnung, weil... Weil der das überhaupt nicht auslöst. Gibt es nicht weiter? Ach ja, stimmt. Das muss ja direkt dran sein. Ha. Ach ja, ein großer Fauxpas. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Gerade überlegt, Mensch, weil das ist, das habe ich mir von der Brückenschaltung nämlich genommen. Mit dem nochmals Impuls. Jetzt müssen wir mal gucken. Achso, das muss kurz hier mal weg. Das ist nämlich doof. So. Passiert denn überhaupt jetzt irgendwas? Genau, er löst halt ganz kurz aus.
Und derzeit muss das Ding hier eigentlich auch auslösen. Das heißt, hier wäre keine Verzögerung wichtig, oder? Ja. Das ist interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, diesen Bug. Da ist jetzt auf einmal der Stein. Ja, Signal ist weg. Signal ist an. Okay, und das andere, funktioniert das denn gut? Nee, hier kriegt er gar kein Signal, hä? Das geht gar nicht irgendwie an, aus. Weil, keine Ahnung. Ist ja interessant. Warum denn? Warum kriegt er kein Signal? Das ist jetzt mal seltsam. Ach, ich weiß warum. Halt. War eigentlich schon ganz gut, was ich mir gedacht hatte, aber dann doch nicht wieder gut genug. Ach, es ist wie immer. Es ist doch so schrecklich. So, genau so. Und dann so. Hopp, genau, komm mal hier. So, Leitung kurz. Okay, das ist in Ordnung. Er geht zurück. Er geht nach vorne. Und hier ist jetzt das Signal aus, hier an der rechten Seite. Das ist wichtig. Und hier ist das Signal jetzt an. Das heißt, wir müssen hier wirklich nochmal einen Impuls nochmal erneut danach senden, damit das Programm weiß, okay, da muss ich jetzt dann wirklich nochmal auslösen. So, das heißt, wir gehen dann einfach hier lang, genau. Ich mache das jetzt absichtlich mal so ein bisschen grob schlechtig. So, und dann, ach, jetzt. Mensch, ist ja schrecklich hier. Das können wir ein bisschen früher ansetzen. Muss ich, mache ich das so. Ah, nee, geht nicht. Haha, wir sehen's. Der denkt sofort, er müsste dann hier was auslösen. Das will ich natürlich nicht. Das Signal geht dahin. Und dann kommt der hier an. So, der löst das ja dann nochmal aus. So, gucken wir mal, was funktioniert. Genau. Ah. Müssen wir nur dafür sorgen, dass hier halt eine Verzögerung entsteht. Denn dann muss das Signal hier verspätet nochmal darstellen. Also praktisch, wenn der ganze Impuls schon einmal abgelaufen ist, muss der Signal nochmal so einen Tick bekommen. So, genau. Ah, ist noch zu früh. Das heißt, noch einen Repeater reinsetzen. Okay, es ist rein theoretisch schon nicht schlecht, aber so ist es gut, okay. Aber jetzt zieht der andere nicht nach, das heißt, es ist zu viel. Das heißt, wir nehmen mal ein weniger. Okay, so. Okay, so ist okay. Mal noch ein weniger. Das war halt also nur ein Fünkchen anscheinend. Jetzt muss ich hier das Signal wohl verzögern, so wie es aussieht. Wenn wir das da haben, was schon mal verzögert insgesamt. Wir können es insgesamt nochmal ein weiter zurücksetzen. Das heißt echt, dieses Abstimmen vom Timing ist mega mies am PC, muss ich sagen. Ja, jetzt ist zum Beispiel, warum kriegt er jetzt kein Signal? Also, so, maximal reinsetzen. Er soll ja auch nicht jedes Mal ein Signal bekommen. Jetzt ist ausgelöst und jetzt muss hier, genau, hier ist jetzt kein Signal. Aber er soll dann eigentlich sofort wegnehmen. Na, warte mal, wir machen das nochmal neu. Also, genau so. Und dann, wir können das Signal hier verzögern. Das ginge. Das will ich mal legen. Jetzt gucken, sehe ich das auch direkt, ob das passt oder nicht. Okay. Ja, das Signal ist hier viel, viel zu früh da.
geht gar nicht. Warum ist das so früh da? Das geht ja gar nicht. Genau, das ist jetzt. Es ist natürlich schwer zu sehen da hinten, ob das jetzt soweit funktioniert hat. Der kriegt gar keinen Impuls. Wieso kriegt er keinen Impuls? Warte mal. Das reicht, glaube ich, wenn ich das hier mache. Aber wenn ich das danach mache, dann sabotiere ich mich damit selbst. Okay. Okay. Ah, wunderbar. Okay, dann muss ich mir das jetzt nämlich aufzeichnen. Denn, nee, das mache ich danach. Das mache ich nach der Folge. Also wir sehen, es ist deutlich komplizierter, weil das brauchte ich nicht an der Xbox. Und diese Schleife hier brauchte ich an der Xbox auch nicht. Es ist echt eine sehr, sehr simple Steuerung normalerweise. Ja, wir sehen, ich glaube, das ist aber durch das Redstone-Update irgendwann gekommen, dass sich das radikal verändert hat mit den Ticks. Ja, nicht gerade einfach. Aber wir haben es hingekriegt. Ach du Scheiße. So, und dann kann ich hier auch die Linie weiter basteln. Sehr schön. Okay, das heißt, machen wir es hier mal zu. Damit ich nicht in Versuchung komme, hier an irgendeiner Stelle das zu basteln. Das heißt, das geht auch hier so. Ist natürlich jetzt kompliziert zu sagen, wo macht man dann das nächste Gleis, ne? Denn immerhin braucht man ganz schön viel Platz, so wie wir das jetzt gemacht haben. Man könnte natürlich versuchen, das Ganze so in die Länge zu bauen. Ist natürlich das Problem. Wenn wir das machen, dann haben wir definitiv die Problematik mit der Schaltung an sich. Das heißt, wir können dann... Ich kann das natürlich alles eins weiter nach... kann ich das weiter nach links versetzen? Ja, doch. Wir versetzen das jetzt alles eins weiter nach links. So. Das heißt, das hier volle Pulle. Okay. Das hier auch volle Pulle. Okay. Dann so. Und dann... Halt, Moment. Oh, das kurz, weil ich will es ein bisschen schmaler halten. Ich glaube, das beeinflusst sich. Deshalb müssen wir das dann so machen. Wenn ich das jetzt so mache. Ja, so müsste es auch funktionieren. Wir testen das jetzt einmal mal. So. Wunderbar, sehr schön. Okay, gut, dann ist es wenigstens eine Reihe schmaler. Aber das bringt schon was. Eine Reihe ist immerhin schon eine ganze Menge. Ja, warum noch nicht, ne? Mhm. Sehr gut. Okay. Was wir nur höchstens machen könnten, damit ich das hier oben drauf nicht habe, als, obwohl das ist egal, das, nee, das ist echt egal. Hier ist es natürlich am schmalsten hier drüben. Wobei man es noch schmaler machen könnte, indem ich sage... Ich setze das alles noch eins weiter ran. Ah, dann habe ich hier das Problem. Oder? Warte mal. Wenn ich diese Fackel... Sagen wir mal, ich mache das jetzt so. Okay. Und dann setze ich diese Fackel hier hin. Ah, okay, das funktioniert. Gut, sehr schön. Das ist doch mal was. Das heißt, du kommst hier weg. Problematisch. Okay. Das ist jetzt interessant. Okay. Ja,
Ja, gut funktioniert. Ah, oh, sehr schön. Eieiei. Gott, okay. Dann ist es. Ja, es ist schmal. Also, wenn wir sehen, es ist hier vom Gleis an 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Und hier drüben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, gut, okay, ist ein bisschen breiter. Aber das lässt sich garantiert irgendwie arrangieren. Über breitere Bahnsteige oder irgendwie sowas. Ich versuche das beim nächsten Mal hier an dieser Seite auch noch ein bisschen schmaler zu halten, indem ich das vielleicht doch ein bisschen, das hier ein Stück weiter zurücksetze. Und dass ich das hier schmaler habe. Wobei, das lässt sich hier nicht weiter weg reduzieren, ne? Das geht nicht. Gut, dann gehe ich mal schnell ins Haierbettchen. Immerhin ist es Nacht. Die Folge ist damit auch zu Ende. Wir haben es endlich geschafft und können den restlichen Krams im Bahnhof aufmachen. Übrigens, diese Schaltung, die wir hier haben, anstatt mit einem Kippschalter, haben wir die, wir haben ja an der 360-Version auch Weichenstationen gehabt, wo man wirklich so in drei verschiedene Fahrtrichtungen fahren konnte. Und egal aus welcher Richtung man kam, man konnte immer überall hin. Dafür benutzen wir auch diese Schaltung, die ist ganz wichtig, bloß anstatt mit einem Schalter gibt es das mit einem Knopf, damit das halt nur kurz, das wird dann nur kurz ausgelöst. Es reicht aber, dass es so kurz ist, dass diese Linien hier aktiviert sind. Jo. Ach, herrlich. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch gucken, dass ich dann beim nächsten Mal diesen Schalter hier wegkriege. Damit das Ganze halt hier nicht ausgelöst wird, damit diese Gleise nicht ausgelöst werden. Das wäre doof, weil das würde ja dann durchfahren, in dem Fall. So, das heißt, ich mache das nochmal kurz. Das heißt, hier müssen wir dann noch ein bisschen rumfuschen, denn ich bin der Meinung, wenn ich, angenommen, ich mache das jetzt so. Ich mache das nochmal. Ah ja, genau, siehst du? Dann funktioniert das nämlich. Gut. Denn es ist natürlich das Problem. Erstens habe ich hiervon nicht mehr so viel dabei. Das ist aber nicht so das Problem, was ich eigentlich meine. Denn das Problem ist vielmehr das Designtechnische. Ja gut, ich könnte jetzt hier das so machen. Wenn ich dann hier ankomme, sage ich, ich will eine Lore haben. Dann, hiervon geht ja dann was ab zum Depot, was uns sagt, okay, hierhin soll eine Lore fahren. Das, wie gesagt, das Lorendepot wird riesig, denn das Lorendepot wird zig Weichen haben. Und wenn wir das hier auslösen, wird eine Weiche geschalten, sodass gesagt wird, okay, die Lore, die angefordert wird, fährt dann auch hier hin. Ja, und bei den anderen Gleisen dann dementsprechend ebenso. Wobei wir dann auch noch schauen müssen, dass wir eine Blockade bauen, dass nicht zeitgleich irgendwo anders eine Lore angefordert wird, denn das würde das Lorendepot ein bisschen überfordern und auch die Weichenstellung in dem Fall. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen kniffliger. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Doch. Nun gut. Okidoki. Dann soll es das gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wollt noch mehr orkische Abenteuer erleben? Dann klickt euch hier durch die Playlists. Oder aber ihr möchtet den Ork einmal ganz privat erleben? Dann folgt mir bei meinem täglichen Vlog.